Commander. Ja, hier wieder beim Koani und bei XCOM 2. Ja, ich mochte XCOM schon immer. Selbst den ersten Teil bis zum Erbrechen gespielt. Also den, der noch nicht Enemy Within war. Noch nicht in der tollen Grafik war. Früher, als die ganzen Pixel noch relativ harmlos über den Bildschirm flackerten. Und aber auch Enemy Within hieß es, glaube ich, habe ich auch ziemlich intensiv gespielt gehabt. Und jetzt natürlich, der Hype ist da, XCOM 2 ist da. Und natürlich spielen wir auch XCOM 2. Viel, viel Gutes gesehen, gehört. Und was ich ganz toll finde, ist, hier so eine Charaktersammlung gibt's, wo man sich Charaktere laden kann, die als NPC und als Soldaten auftauchen. Das wäre natürlich ideal gewesen, wenn ich hier so eine Datenbank vorher hätte, irgendwie die mit Leuten aus der Nerdball-Community oder so irgendwie aufladen könnte. Aber ich will spielen. Und ich habe keine Lust, jetzt mich hier noch ein paar Stunden vor den Computer zu setzen und Charaktere zu bauen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber für diesen Durchgang jetzt nicht. Ich will ja zocken. Ganz neu alles entdecken. Und ich werde es wohl so machen, dass ich Rekruten umbenenne. Und wenn die denn aufsteigen und man sie dann bearbeiten kann. Nach Leuten von euch. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie dabei zu sein, schreibt mir unten drunter. Und dann baue ich euch irgendwie ein. Sagt mir irgendwie, was ihr gerne haben wollt. Aber man kann da ja schon noch einiges editieren. Und dann geht's los. Wir starten ein neues Spiel. Und machen auch das Tutorial und alles mit, weil das so schön in die Story, glaube ich, eingewoben. Und ich bin so gespannt, Leute. Ich bin richtig heiß auf das Spiel. So, wir spielen auf Veteran, das ist vorgegeben. Ich bin nicht so der Crack in Games, habt ihr ja schon mitgekriegt. Von daher traue ich mir die obersten beiden Sachen noch nicht zu. Aber für den Rekruten, naja, ist es mir dann doch ein bisschen zu einfach. Also Veteran, wir starten das Spiel mit einem Tutorial. Zentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Frist zu melden. Nur gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Pressure. Noch 60 Sekunden. Okay.
Oh, cool. Aber zuerst müssen Sie abtauchen. Gehen Sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden. Rücke vor. Ja, spielt die Maus direkt mal verrückt hier. Ja, das System ist ja, glaube ich, bekannt. Ich habe das früher ganz gerne mit dem Gamepad gespielt. Aber mein Gamepad ist leider gerade im Wohnzimmer und ich habe keinen Bock, es abzufriemeln. Deswegen spielen wir es jetzt gerade mal mit der Maus und der Tastatur. Ja, das ist unsere Gesundheit. Alles klar. Aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position. Natürlich. Sieht nach voller Deckung aus da vorn. Rücke vor. Hier, volle Deckung. Zack. Crusher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crusher 1. Okay, alles klar. Habe verstanden. Ein bisschen was mit dem Husten zu kämpfen gerade. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Der Trupp ist zu Beginn der meisten Einsätze verborgen. Nur zur Verborgenheit, um Hinterhalte einzurichten. Wenn einer deiner Soldaten entdeckt wird, verlieren alle Soldaten die Vorteile von Verborgenheit. Okay. Ja. Okay, der... Feinde sind sich der Anwesenheit seiner Soldaten nicht bewusst. Solange sie verborgen sind, nutzt die Verborgenheit zum Vorrücken und Einrichten von Hinterhalten. Alles klar. Okay, er will jetzt, dass ich hier vorne hin soll. Ich würde ja eher hier in volle Deckung laufen. Geht nicht. Na gut, dann halt nach vorne in halbe Deckung. Das mit dem Verborgen, das haben sie echt nice gemacht. Das war so ein Feature, das hätte ich auch gerne in den anderen Spielen noch. Sonst werden sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. Richtig nice. So, wahrscheinlich wird mir hier jetzt auch nicht erlaubt, die woanders hinzuziehen als hierhin, wo es vorgegeben ist. Ist ja ein Tutorial, ne? Na. Kann man das auch drehen? Man kann die Karte auch drehen mit Q. Sie mögen in der Überzahl sein, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Ich sollte dem alten Mann danken. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. So, in einer normalen Mission hätte man jetzt, glaube ich, Granaten. Das wäre ein super Ziel für eine Granate, glaube ich. Aber wir haben anscheinend keine Granaten. Okay. Wir dürfen auch nur auf den abfeuern. Sehr viel vorgegeben. Hm? Menes 1 ist im Spiel. Ja, ich wusste ja, ist schon klar, dass die Verborgenheit jetzt weg ist. Wir können sie jetzt sehen. Wie wär's, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Was, ich soll nach vorne? Okay. Wahrscheinlich habe ich eh keine andere Wahl. Ich schätze ihren Mut, aber sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht! Ja gut, der Einzige, der halbwegs eine Chance hat, dazu zu sterben, der hier, ne? Okay. Sie notieren die Abschüsse, richtig? Ja, Glück gehabt.
mit unserer halben Deckung hier vorne. So leicht kriegt ihr mich nicht. Nein! Nein! Menace 2 ist am Boden! Sie ist tot! Verdammt! Solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten! Oh mein Gott! Ihr wollt es auf die harte Tour! Okay. Ganz der harte Weg. Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Dann stirb. Mal sehen, wie die Rache. Komischen Soldaten scheinen auch irgendwie gelbes Blut zu haben. Sie rücken mir auf den Leib. Central, bin bereit. Spät dran. Was haben Sie da unten gemacht? Die okay, sind keine Menschen. Was zur Hölle sind das? Zu erwarten. Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Advents Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los! Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Okay. Nach vorne. Bin dabei. Also nach hinten. Das neue vorne ist das alte hinten, das ist umgekehrt. Ja. So. Overwatch. Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Naja, gesichert mit einem Soldaten in Overwatch, ich weiß ja nicht. Na gut, Computer will, dass wir hier reingehen. Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Advent-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Ein Zielfernrohr. Okay. Den hast du gerade aus dem Schritt gerissen. Das auch gesehen. Ein Zielfernrohr. Und wir reißen es ihm aus dem Schritt. Okay. Hier. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Oh, warte, nicht auf den roten geschossen, der sich zuerst bewegt, oder? Naja, egal. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf! Ich wäre jetzt auch eher hier reingelaufen, aber nur gut. Der Computer will, dass ich in halbe Deckung gehe. Und meine Waffe abfeuere. Okay, mit mega schlechten Chancen. Na gut. Aber klar. Der Computer will das so! Okay. Kümmert sich um die Tür. Mach mal. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass ihr jemand so nahe kommt.
Okay, jetzt können wir hier hacken. Nice. Okay, wir haben eine 6% Chance, das hier zu kriegen, weil Fehlschlag ist kein Effekt. Soldat erhält völlige Immunität von den nächsten zwei Angriffen. Ich schätze mal, die wird jetzt hier eh nicht angegriffen, von daher, das wäre auch nichts Schlechtes hier. Aber, naja, hat nicht geklappt. Zumindest die Tür haben wir geöffnet. Wir sind drin! Gut, gehen wir! Rein mit dir! Rücken vor zum Paket. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Nächstes Mal. Nichts wie raus hier. Okay. Soldaten können bewusstlose Tote verblutende Einheiten tragen. So kann ein Soldat einen gefallenen Kameraden bergen. Okay. Dann mal los. Das gesamte Advent-Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden. Sind in Bewegung. Jetzt geht's hier los, hier draußen. Autsch. Nein! Na klar. Central! Crusher 1 ist am Boden! Sie müssen da raus! Wir brauchen einen anderen Ausgang! Sofort! Alles klar. Wird erledigt. Und jetzt, ach, die hat eine Granate, alles klar. Die hätten wir eben gut gebrauchen können. Granate! Na? Ja, mach doch. So, hier, zack. Werfe Granate! Wenn wir keinen Ausgang haben, machen wir uns einen. Das sollte reichen. Okay. Boah, kann der mit dem Typen auf dem Arm schnell laufen? Fast geschafft! Wahnsinn. Konzentration! Sie sind direkt hinter uns! Glück gehabt. Viel zu knapp! Autsch. Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Drücke P und platziere Evakuierungsteil. Okay. In Bewegung bleiben. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Na, auf, rüber. Willst du nicht? Oder was? Wir kommen zurück! Okay, jetzt muss ich das hier machen, alles klar. Ja, mach doch. Ein bisschen verwirrend ist das Optionsmenü schon. Okay, dann werden beide abgeholt.
denn das für ein Vieh? Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass Sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. What? Nice one. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit Ihnen gemacht haben. Der Chip war tief in Ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach Ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben, ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern, aber... Es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne Sie. Wenn Sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf Ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben, Commander. Okay. Commander, zum Forschungslabor. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Teigen, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann.
Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. Ey, sicher? Mach mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Okay, diese Forschung wird Sie eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Okay. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Jane Kelly. So. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Nice. Weitermachen. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. Commander, auf die Brücke. Nicht zuerst hier in die Technik. Entschuldigung. Na gut, dann halt auf die Brücke. Ich habe Sie gehört, Chan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander! Einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung! Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybridmagnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl. Okay. Wassy, Kelly, Gusman und Anderson. Finde ich gut. Beim nächsten Mal stürzen sich die vier wagemutigen Helden hier in die Mission auf der Suche nach dem Magnetwandler. Wenn es euch gefallen hat, seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, einfach mal Quali. Tschüss.